kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Sulinder. Ich habe bei der Zeitung gesehen, wir haben einen Gewinn bekommen. Ja. Ja, können Sie mir helfen? Bitte was? Können Sie mir da weiterhelfen, bitte? Ja, da brauche Dankeschön. ich erstmal den Geschenkcode, der mit draufsteht. Den was bitte? Einen Geschenkcode, den brauche ich, der steht mit drauf. Ganz. Also diese GLÜ-Nummer brauche ich Ja, bitte. ganz Leguan. Ja? Über Fledermaus 6629. So, kleinen Augenblick, da schaue ich mal Ja? nach. So, und zwar haben wir hier einen Gutschein im Wert von 300 € von Trendtours Touristik. Oh. Das heißt, wenn Sie über Trendtours eine Reise buchen, egal wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen möchten, Ja? bekommen Sie 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Oh. Den Gutschein, den bekommen Sie dann per Post zugeschickt. Wie lautet dazu bitte nochmal Ihr Nachname? Zylinder. Können Sie den bitte buchstabieren? Ja, wie sagt man bei Deutschland, Schnecke. Ja? Chamäleon. Ja? Hühnchen wird Bukok. Ja? Ja? Dann Uhu. Ja? Leguan. Ja? Ja? India, okay. Ja? Und dann Nacktschnecken. Ja? Dog, also wie ein Hunden, Dog, Doggy. Ja, ja. Erdapfel. Ja. Und dann, wie sagt man bei Deutschland, Richard. Ach, Richard, aha, Ja, Schulin oh, der. Schulinder, Aha. ja. Jawohl, und Ihr Vorname? Ja, meine Vorname ist Pandarabagi. Der ist noch schwieriger, glaube ich. Also PAN. Ah, ne, das ist Perlhuhn, Ja. und dann Hühnchen, Ja. und dann Ameisebär, Ja. Nacktschnecken, Ja. ein Degu, Ja. dann den Alligator, Ja. Räuber, Ja. ah, noch ein Alligator, Ja. ein Büffel, Ja. noch eine Alligator, und wir haben Ja. drei Stück davon. Dann den Deutschland, Ja. dann ein Giraffe mit die lange Hals, ja, und dann Hühnchen Ja. und India. Und India. Und Das ist erste Name. Brauchen Sie ach zweite so, Name? da ist der zweite. Ach so, Moment. Ja, den zweiten, den schreibe ich den noch mit dazu. Ja, das ist Ganahabadi. Das ist jetzt der zweite Name. Ja, das ist der zweite Name von meiner Frau bei die Bruder. Man schreibt wie Gecko. Also sind das jetzt die Daten von Ihnen oder rufen Sie für jemanden an? Nein, nein, das ist meine zweite Name. Ach so, also G. Ja, Pandaharabagi, Ganabi, Sulinder, meine Namen, okay? Also Pandarabadgi, das ist der erste Vorname. Ja, und dann kommt Und dann kommt noch dein zweiter dann kommt Vorname. eine, wie sagt man bei Deutschland, ein Verhinderungsstrich. Ja? Verhinderungsstrich, okay. Dann kommt ein Gecko, Ja? eine Hundken, Ja? ein Alligator, Ja? ein Nacktschneck, Ja? ein Hündchen, Ja? noch eine Alligator, wir sehr viele haben, oh. Ja. Dann ein Biene Ja? und ein Inder, India. Aha. Das ist zweite Name. Das ist der zweite. So, und die Straße? Noch einmal. Ihre Straße? Ja, Türken, wie die Türke. Ja? Gasse. Ja? Ein und drei Ziege. 31 und die Postleitzahl? Das ist 765. Drei, zwei. Und der Bade, Ort? Bade, Bade. Also 76532. Ja, Baden, Baden. Aber da finde ich jetzt die Straße nicht. Moment, ich mache die Postleitzahl mal raus und trage Baden-Baden. Ah, nein, wir bei ein anderer bei anderer City Center gehen, ist 76534 bei Nummer Drei nehmen. vier, Ja, genau, drei andere vier. 34. Das ist bei all der Adresse, die wir bei Alligator Straße leben. Also, Ja.
Wenn ich dann aber die andere Postleitzahl reinmache, dann finde ich Baden-Baden nicht. Also ich finde das jetzt hier nur über die 76534. Ja, das ist der richtige Nummer. Ach so, okay. Und Ihr Geburtsdatum? April 3. Ja. 76. 76, 1976. Ja, ich kann der Wort nicht reden. Das ist zu schwer. Gut, wir kriegen das hin. Ja, ich gehe mal probieren. Ja, also in circa 4 Wochen ist der Gutschein bei Ihnen zu Hause. Okay. Und da stehen alle Informationen nochmal ganz genau drin. Das ist sehr gut. Hatten Sie das soweit gut verstehen können, was ich erklärt hatte, oder soll ich es Ihnen nochmal erklären? Nein, verstehen immer sehr gut, nur selber reden noch nicht so gut. Ach so. Ja, also wie gesagt, das ist ein Gutschein von Trenntours, den kriegen Sie per Post zugeschickt. Ja, würde mir sehr viel freuen. Vielen Dank schon, junge Frau. Gerne, ja. Und als Sie jetzt angerufen haben, sehe ich hier, sind Sie ja auch recht zügig durchgekommen. Das hat ohne lange Wartezeit geklappt. Ja, auch dafür viele Dankeschön. Ich nicht gerne warten auf andere Menschen. Ja, also mit Ihrem Anruf haben Sie es nämlich auch noch mit in unsere tolle Zusatzaktion geschafft. Oh. Die nennt sich Profit und Rente. Und ab dem 15. Mai haben Sie die Chance auf eine Rentenmillion. Es findet dann jeden Tag eine Ziehung des Rentenjackpots statt. Okay. Und Sie und nur 99 weitere Teilnehmer sind in dieser kleinen Gemeinschaft täglich mit 100 Tippreihen am Start. Das sind 3000 Gewinnchancen im Monat auf die Millionenrente. Million? Eine Million. Oh mein Gott. Sind im Jackpot, ja. Also das sind 3000, wie gesagt, Gewinnchancen im Monat und zusätzlich erhalten Sie auch noch einen persönlichen Tipp, den Sie selbst mit aussuchen können. Ja. So haben Sie jeden Samstag auch die Chance, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Oh. Und im Gewinnfall erhalten Sie einen Sofortgewinn in Höhe von 40.000 Euro. 40.000? Ja. Oh mein Weil Gott. Die 1 Million, die werden nicht auf einmal ausgezahlt, sondern als Sofortgewinn in Höhe von 40.000 Euro. Oh. Und dann als monatliche Rente in Höhe von 4.000 Euro und das für 20 Jahre. 20 Jahren? 20 Jahre wird diese Rente dann ausgezahlt. Oh mein Gott. Ja, und zudem haben Sie mit Ihrem persönlichen Einzeltipp jeden Samstag auch die Chance auf Kleingewinne von 50 Euro bis zu 10.000 Euro. Ja, oh also bereits Gott. Mit 2 richtigen Pluszusatzzahl, da sind schon 50 Euro dabei. Mit 3 richtigen Pluszusatzzahl gibt es 500 Euro. Und mit 4 richtigen Pluszusatzzahl 5.000, das ist dann immer so gestaffelt. Oh, ja? Das ist so sehr viele freundlich von Sie. Viele Dankeschön. Ja, also wie gesagt, wenn es jetzt nicht unbedingt mit der Million klappt, freut man sich auch über Kleingewinne. Natürlich, ja? Und das ist ja immer sehr gut, weil der bin so teuer geworden. Mhm. Ja, und all diese Gewinnchancen garantiert Ihnen Ihre exklusive Vorteilskarte Profit und Rente. Freuen Sie sich auf bis zu 35% Ersparnis bei Ihrem Online-Einkauf und profitieren Sie dauerhaft von einer 5%igen Ersparnis auf Ihre Einkäufe vor Ort, sowie dem Tankrabatt, der Ihre Tankkosten um 5% reduziert. Und somit erhalten Sie mit jedem Einkauf bares Geld zurück. Bargeld? Also beim Einkaufen bekommen Sie dann die Rabatte zurück. Ja, aber immer mit Karte bezahlen, nicht mit Bargeld bezahlen. Nein, wenn Sie einkaufen gehen, bekommen Sie die Rabatte wieder zurückerstattet. Von wem? Von Ihren Einkäufen. Nein, wer diese Geld bei meine geben? Bei wem muss ich ein Dankeschön sagen? Also mir dann, bin ich Ihre Glücksfee. Oh, vielen Dankeschön. Also möge der heiligen Kuh seine Heiligen bei Sie geben, ja? Bitte was? Möge den heiligen Kuh deine Segen bei Sie geben, dass Sie vielen Dank haben für den Geschenk bei meiner Familie. Sagt man das so bei Ihnen, ja? Dass ja, man, ja. Ja, also ich erkläre es nochmal kurz mit den Rabatten. Das ja. ist eine Rabattkarte, die ist in den Unterlagen mit dazu. Wenn man zum Beispiel jetzt über Internet einkauft, dann gibt es bis zu 35% Rabatt. Okay. Ja, da sind über 900 Unternehmen, ja, sind da drin. Wenn Sie Einkäufe, die Sie vor Ort tätigen, da brauchen Sie die Rabattkarte nicht. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei Lidl, Rewe, Galeria Karstadt, Mediamarkt, Deichmann etc., wenn Sie da einkaufen, gibt es 5% Rabatt. Da reichen dann diese Kassenzettel, die man dann bekommt beim Bezahlen. Die werden dann eingeschickt und die Rabatte werden zurückerstattet. Okay, ist das denn Deutschlandkarte von Netto? Nee, das ist eine andere Karte. Okay. Profit,
Profit- und Rente-Card. Ich glaube, die Deutschland-Card ist doch eine Punktekarte, oder? Ja, aber man kann auch bei der bei das Lady bei Cashdesk geben, sagt, will ihm damit bezahlen. Wenn haben wir Punkte, kann man den nehmen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, aber man Ja. lernt nie aus, ja? Ja, immer fleißig lernen. Ja, und wenn Sie oder jemand aus Ihrer Familie Auto fährt, dann gibt es beim Tanken auch nochmal 5% Rabatt. 5 Cent? 5%. Percent, okay. Prozent, Ja, genau. ja, ja. Ja, und selbstverständlich erhalten Sie all die exklusiven Vorteile zu den besten Konditionen. Ja. Denn für gerade mal 1,66 € am Tag nutzen Sie Ihre Profit- und Rente-Card. Im Monat ergibt das einen fairen Betrag von nur 49,90 €. Und unsere Aktion läuft zunächst für 3 Monate. Das ist auch mal eine überschaubare Zeit. Ja. Ja, probieren Sie es auch mal mit aus. Es lohnt sich, dabei zu sein. Welche Firma den Karte geben? Ihren Firma geben? Welche Karte meinen Sie jetzt? Das mit Sparen? Profit? Das kriegen Sie dann von Profit und Rente von der Elite Premium Service AG zugeschickt. Elite? Elite Premium Service AG. Oh, klingt sehr guter Name. Ja, finde ich auch. Ja. No. Also alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das kriegen Sie natürlich auch noch mal komplett schriftlich. Ja, in den Unterlagen ist dann auch Ihre Profit- und Rente-Card mit drin. Und Sie können sich für die Samstagsverlosungen selber Zahlen aussuchen. Die schreibe ich noch mit dazu. Samstag? Ja, Sie spielen Da. ja Samstag mit Ihren eigenen Zahlen. Aber warte, Und warte. Bei Samstag muss ich arbeiten. Ich muss Arbeit machen. Bei Samstagen. Ich gehe mal nein, Dienstag frei haben. nein, Sie spielen ja praktisch bei Profit und Rente mit täglich 100 Tippreihen. Die werden per Computer erstellt. Und jeden Samstag spielen Sie mit Ihren eigenen Zahlen, die Sie sich aussuchen können. Bei Netto. Nee, bei der Verlosung. Er will ganze Zeit bei Netto Marketing reden, bei Einkaufen Geld sparen. Das ist die Deutschlandkarte bei Netto. Nee, 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 nee. Sie Netto sagen und mal, Edeka. Sie sagen weniger Geld bei Laden geben? Oder nur bei Aber Sie Tanking? hat doch jetzt gefragt, ob das jetzt bei Netto diese Deutschlandkarte ist. Ja, wir den auch haben. Ach, die haben Sie auch. Ja. Kann man der beide nehmen? Ich weiß nicht, ich kenne mich mit der Deutschlandkarte nicht aus. No, okay. Soll ich Sie Ja. Fotos schicken? Nee, ich frage dann Google, Herr Schulinder. Ja, weil Was was die. für Google fragen? Ich gucke dann bei Google, was das für eine Deutschlandkarte ist. Ach so. Die Deutschlandkarte, da gucke ich dann bei Google. Ja, Ja, das ist eine sehr Herr gute Karte. das ist eine gute Karte? Ja, sehr gut. Da muss ich mal gucken. Ja, Ja. also wie gesagt, Sie kriegen diesen Gutschein dann per Post zugeschickt. Da wünsche ich dann viel Spaß mit und weiterhin viel Gesundheit und noch eine schöne Woche. Das ist von Sie so sehr freundlich, ja? Bitte schön, ja? Einen vielen Dankeschön. Für Sie Und jetzt auch, ist danke. der Fragen, wann wir jetzt bei einer Tankstelle gehen. Und Sie sagen, jeden Tag 1,66 € für die Benzin bezahlen, ja? Nein, nein, nicht 1,66 € für den Benzin. Ja, also Sie kriegen, wie gesagt, alles nochmal schriftlich und wenn Fragen sind, Telefonnummer steht mit drin. Ansonsten den Gutschein von Trenntours kriegen Sie auch per Post. Gutschein bekommen und Von. jeden Tag 1,66 € bei Tankrabatte bekommen. Nein, nicht bei Tagrabatt. Nein, nein, das haben Sie jetzt missverstanden. Bei Netto. Sie kriegen, nein, Sie kriegen einen Gutschein von Trenntours im Wert von 300 € Ja, per Post zugeschickt. das ist sehr gut. Das kriegen Sie per Post, genau. Ja. Ja, dann alles Gute, noch einen schönen Tag. Und wer kriegt jetzt den 1 € Beitrag und 66 Cent? Nee, das ist kein, nee, das haben Sie falsch verstanden mit dem Tanken. Wer kriegt Das das? haben Sie falsch Ist verstanden. das für von Angela Merkel? Nein, die ist doch gar nicht mehr Bundeskanzlerin. Ja, aber jetzt bei Stadtwerke arbeiten. Wer arbeitet da? Angela Merkel. Was, bei den Stadtwerken? Ja, Managing machen. Ach ja? Ja, Das war Baden-Baden. mir. Ach Den so? ein Haus da haben und den einen Aha. bei Supervisor machen, bei Oh. den Stadtwerken machen. Ach so? Und jetzt Special Preis bekommen bei Leute, was bei Baden-Baden leben? Aha. Oder Sie nein? kriegen. Sie kriegen einen besseren Strompreis oder was meinen Sie jetzt? Nein, bei Ihrer Firma jetzt von Angela Merkel den Geld bei den Menschen zurückgeben?
Das weiß ich nicht. Da kann ich Ihnen nicht zu sagen, was Frau Merkel da für Rabatte macht. Das weiß ich nicht. Sie sagen 1 Euro 66 Cent bei jeder Tag? Nein, nein, das ist was anderes. Da haben Sie mich jetzt missverstanden. Jetzt Ja, gar Sie nicht sagen. bekommen? Bitte? Gar nicht den bekommen? Sie kriegen diesen Gutschein von Trenntours zugeschickt per Post. Ja, und der anderen, was wir reden, wann der Tankstelle wieder günstiger werden, muss man ein Unterschreiben Das weiß machen ich nicht, wann die für Tankstellen Petition. günstig. Ich weiß es nicht, Herr Schulinder. Kann ich Ihnen nicht sagen, wann die Tankstellen wieder Oh günstiger mein wären? Gott. Das ist gar Das nicht gut. weiß ich nicht. Das ist gar nicht gut. Ich muss auch Auto fahren, Herr Schulinder. Ich muss jetzt auch die teuren Preise bezahlen. Das Aber ist nicht gut. wann die Benzinpreise runtergehen, das weiß ich nicht. Aber mit der Karte von Ihrer Firma dann tanken wieder günstig werden, ja? Ja, Ist das genau. wie, Ja, ich. Steuergeziehung machen? Steuern weiß ich. Herr Schulinder, ich habe davon keine Ahnung mit den Steuern beim Tanken. Das Eine weiß ich nicht. Steuergeziehung machen. Kennen Sie? Nee, kenne ich nicht. Also den bei hinten dran ziehen, ja? Steuer hinter dran ziehen. Sie kennen? Steuerhinterziehung. Ja, wir Wer den macht machen. das? Mit der Karte von der Firma. Nee, das hat doch damit nichts zu Aber tun. warum Benzin dann günstig werden? Sie haben mit dem Benzin jetzt was verkehrt verstanden, Herr Schulinder. Was denn? Das haben Sie jetzt verkehrt verstanden. Das hat doch jetzt mit dem Benzin nichts zu tun. Aber Sie sagen, tanken günstiger werden. Nicht fragen, was muss man machen? Haben Sie das mit der Deutschlandkarte keine Möglichkeit dazu? Nein, nein, da kann man einen Punkt nehmen, aber nur wenn man vorher viel Geld da geben. Und ich will weniger Geld geben und trotzdem Punkte machen. Ach so, ich dachte, das geht beim Tanken dann auch. Ja, auch, aber nicht bei jeder Tankstelle. Und Ach günstige so. Tankstellen nicht machen. Aha. Okay? Gut, okay. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich Ihnen alles Gute, noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank schon. Auf Danke. Wiederhörigung. Bitte, Wiederhören. Ja, Tschüss. tschüss. Ah, die war ja auch schmerzbefreit. Jetzt überhaupt nicht verstanden. Elite Premium Service AG. Diese Betrüger, diese elenden Betrüger gibt es immer noch mit einer neuen Masche. Versprechen sie nicht mehr 50% Reduzierung beim Einzelhandel. 5 glauben die Leute wahrscheinlich eher, aber das Geld ist trotzdem weg. Gibt dir doch kein Laden 5% Rabatt, weil da irgend so eine Witzfigur in Firma auftaucht und sagt, mach das.